Eigentlich, liebe Brüder und Schwestern, müssten wir jetzt das Lied singen, vom Himmel hoch, da komm ich her. Ein Lied aus der Weihnachtszeit. Und wenn Sie sich mal erinnern, es ist die Rede von einem oben, der Ort, wo Gott ist, und einem unten als Umschreibung für die Welt, für das Jetzt und Hier, wo wir sind, wo wir leben. Weihnachtszeit mitten in der Osterzeit, eigenartig. Und wenn wir den ersten Satz schauen im Evangelium von heute, da heißt es, er, der von oben kommt, steht über allem. Wer von der Erde stammt, ist irdisch und redet irdisch. Wer ist das denn, der von oben kommt? Dieser Er. Hier steht nur Er, der von oben kommt. Wer ist das? Also es geht in diesem Evangelium auch um die Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus? Und welche Bedeutung hat er für uns? Wer ist das, der von oben kommt? Und welche Bedeutung hat er für uns, die wir hier unten sind und leben? Also auffällig der sogenannte Dualismus oben und unten. Ein klassisches Weltbild. Oben der Bereich des Göttlichen, der Himmel, der Ort Gottes. Und unten, das sind wir, der Bereich, wo unsere Welt ist. Und was liegt dazwischen? Weihnachten und Ostern, könnten wir antworten. Wir stehen mitten in der Osterzeit. Ein Oben, ein Unten. Weihnachten hat auch was mit Oben und Unten zu tun. Ganz einfach ausgedrückt, Weihnachten und Ostern. Zwischen Himmel und Erde ist Weihnachten und Ostern zwei zentrale Ereignisse, zwei zentrale Feste unserer Kirche und unseres Glaubens. Und eines wird dabei deutlich, Gott wird dem Menschen ganz nahe. An Weihnachten wird Gott Mensch. Er hat Fleisch angenommen. Et incarnatus est. Und somit wird der Sohn Gottes zur Brücke zwischen dem himmlischen Oben und dem irdischen Unten. Anders ausgedrückt, der Himmel kommt uns nahe. Und an Ostern, der Auferstandene begegnet immer und immer wieder den Menschen. Er lässt sich von ihnen anrühren. Er isst sogar mit ihnen. Wird Jesus da wieder Mensch? Ja, liebe Brüder und Schwestern, das sind keine einfachen Fragen. Aber eines dürfen wir sagen. Durch Jesus und mit Jesus kommt Gott auch in unsere manchmal so unvollkommene Welt. Durch Jesus hat Gott alle Höhen und vor allem auch alle Tiefen durchlebt, die das menschliche Leben für uns bereithält. Ich war neulich in einem Seniorenheim in meiner Heimat und da kam ich ins Gespräch mit einer hochbetagten Dame und die hat es auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, ich habe ein Leben gelebt, das auch nicht immer schön war. Ich habe den Krieg erlebt und habe mit meinem Kind im Keller gesessen. Und sie hat es dann ausgeführt und hat erzählt, wie es ihr da ergangen ist und gewartet, bis endlich die Bomben gefallen sind. Dann hat sie gesagt, ich habe auch viel Schmerzliches erfahren aus meiner eigenen Familie, Unvorhergesehenes, was ich nicht erwartet habe, trotz Erziehung und so weiter. Doch den Glauben, nachdem ich sie gefragt habe, wie stehen Sie denn, wie kommen Sie damit überhaupt klar? Den Glauben habe ich nicht verloren, hat sie gesagt.
Liebe Brüder und Schwestern, machen wir uns nichts vor. Es gibt schwierige Zeiten und Aufgaben in unserem Leben. Entscheidend ist aber, dass Gott sich aus der Dunkelheit der Welt nicht heraushält. Entscheidend ist, dass Gott alle schmerzlichen Erfahrungen teilt, die Menschen im Leben auch machen mussten, der eine mehr oder der andere weniger. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen, haben wir im Evangelium gehört. Gott verschließt sich nicht vor unserer eigenen persönlichen Not. Nein, er lässt sich anrühren. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir Gott nicht gleichgültig sind, sondern dass er uns liebt und dass er uns diese Liebe zeigt. Und da brauchen wir im Grundsatz nur auf dem zu schauen, der auferstanden ist, der für uns gestorben ist. Der Prophet Jesaja schreibt: Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Der Prophet Jesaja hat hier bildhaft und beispielhaft beschrieben, was es bedeutet, wenn Gott eine Brücke baut. Unglaublich tröstende Worte, die er uns zusagt. Es strahlt ein helles Licht auf. Gott lässt mich nicht alleine. Er ist da in guten, aber auch erst recht in schlechten Zeiten meines Lebens. Er spannt den Bogen bis runter zu den Menschen. Er berührt die Erde. Die alttestamentliche Verheißung vom hellen Licht hat in Jesus die Erfüllung gefunden, liebe Brüder und Schwestern. Er, derjenige, der gerade denen Hoffnung bringt, die in ihrem Leben keine Hoffnung mehr haben, die zweifeln, weil sie gerade mit ihrem Latein am Ende sind, oder die sich von Gott und der Welt schlichtweg verlassen fühlen. So gesehen ist die Geburt Jesus, aber auch die Auferstehung, wie so eine Wiedergeburt unserer Hoffnung zu sehen. Gott zeigt ganz deutlich seine Nähe zu den Menschen und natürlich seine Liebe, die sich darin ausdrückt. Die göttliche Liebe kommt zu uns. Er schenkt uns Heil. Und sicherlich kann man Ereignisse nicht wissenschaftlich beweisen, braucht man auch nicht. Man kann diese Ereignisse letztlich nur im Glauben annehmen. Und das lehrt uns auch das Johannesevangelium. Er sagt am Ende: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist vielleicht die kürzeste Form der Heilsbotschaft, die uns gerade in der Osterzeit immer wieder neu zugesagt wird. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Da schwingt Heil mit. Heil bedeutet, dass sich unser unvollkommenes Leben zum Guten wenden kann. Dass wir nicht mehr endgültig von Krankheit, Leid und Tod, Sorgen und Ängsten von Sünde bedroht sind. Mit den Worten Johannes gesagt, bedeutet Heil ein Leben im Himmel, ein Leben in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Himmel und Erde berühren sich. Gott wird Mensch. Ein weihnachtliches Evangelium in der Osterzeit. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen. Wunderbar. Und er beugt sich herunter zu den Menschen,
und wird Mensch. Lassen wir uns von dieser Osterfreude entzünden und stecken wir damit andere an. Machen wir es wie Gott und werden Mensch.